Beauty-OP-Boom. Wiesenfans rennen Promi-Chirurg Professor Mang die Bude ein. Schönheitswahn zur Wiesen. Wer denkt, es ginge beim Oktoberfest nur um Bier und Brezen, der irrt sich. Sehen und gesehen werden und das um jeden Preis. Das ist die Devise. Zur Not muss es eben der Chirurg richten. Promi-Doc Professor Mang kann sich vor Patienten kaum retten. Ja, ich muss also schon fast Nachtschichten einlegen, weil jeder will dann noch Botox haben oder glatt die Falten haben. Also vor dem Oktoberfest haben die Schönheitschirurgen alle, glaube ich, viel zu tun. Jeder will top aussehen. Ja, ja, Professor Mang mit den Zauberhänden. Aber selbst er hat seine Grenzen. Letzte Woche vor der Wiesn war ein Italiener bei mir. Der hat gesagt, Professor Mang, können Sie mir keine künstlichen Wadeln einsetzen, weil ich habe so dünne Füße und ich will eine kurze Lederhose anziehen. Und dem habe ich gesagt, Junge, geh irgendwo dir Socken kaufen und stopf die aus, das ist vielleicht besser. Künstliche Waden? Na, ein Glück haben unsere Promis das nicht nötig.